So, die Wochenenergien für eure Schützen. Herzlich willkommen hier bei Löwenherzlein für die Wochenenergien vom 7.11. bis zum 14.11. Kurz und knackig hier geschaut. Eine Karte aus dem Lennemont für die Schützen in dieser Woche. Eine Karte aus dem Tarot. Und ein Rat vom Universum. Gut, hier sind zwei raus. Die nehmen wir natürlich auch für euch. Ja, es hat lang gedauert. Mit der Schlange angezeigt hast du eine lange Wegstrecke hinter dir, bist wahrscheinlich auch durch die Heilung gegangen und jetzt hast du in dieser Woche die Belohnung. Und zwar hier siehst du mit Ass der Münze die dicke Münze. Es hat sich was manifestiert und hier ist jetzt das Geschenk vom Universum für dich aufgrund deiner Geduld. Der Rat hier vom Universum, einmal liebe dich selbst und als zweites ist hier göttliches Timing. Ja, du warst wirklich so in deinem Prozess drin, sage ich mal, dass du die Geduld hier nicht verloren hast. Und jetzt ist es an der Zeit, ja. Und ich meine hier auch, das hast du geschafft, weil du wirklich hier in die Selbstliebe gekommen bist und in dieser Woche bekommst du die Belohnung. Und zwar, es kann auch was Materielles tatsächlich sein, ja. Ein Projekt, wo das jetzt endlich die Finanzen wirklich, wirklich absolut fantastisch sind, ja, mit dem Ass der Münzen. Das ist wirklich eine dicke Münze. Du siehst das hier. Hast du dir selbst zuzuschreiben, diese positive Entwicklung, weil du in die Selbstliebe gegangen bist? Und jetzt ist der Zeitpunkt hier für dich real in dieser Woche. Herzlichen Glückwunsch!